Hallo, mein Name ist Hanno Sebens und ich möchte Sie auf einen häufig vergessenen Treiber der globalen Biodiversitätskrise aufmerksam machen, nämlich invasive Arten. Invasive Arten stellen Arten dar, die durch die Menschen in Regionen gelangen, die sie ohne die Hilfe des Menschen nie erreicht hätten. Typische Beispiele sind der Waschbär aus Nordamerika, der Riesenbärenklau aus Asien oder Käfer mit Namen wie asiatischer Laubholzbockkäfer. Diese Arten kamen ursprünglich nicht in Deutschland vor und wurden durch den Menschen, zum Beispiel über den Handel, hierher gebracht. Einige dieser Arten können Probleme verursachen. Zum Beispiel können sie einheimische Arten verdrängen oder ganze Ökosysteme verändern, wie zum Beispiel die pazifische Auster, die die Sedimentations- und Strömungsdynamiken im Wattenmeer so verändern, dass ein ganz neuer Lebensraum entsteht. Andere Arten führen zu erhöhtem Pestizideinsatz, zu Schäden an Straßen und Bahndämmen oder stellen gesundheitliche Gefahren dar. Invasive Arten wurden vom Weltbiodiversitätsrat als einer der fünf großen Treiber des globalen Biodiversitätsverlustes dargestellt, neben Klimawandel, Landnutzungsänderungen, Verschmutzung und Übernutzung. Zusammen üben diese Treiber einen enormen Druck auf die Ökosysteme der ganzen Welt aus. Und wir müssen nun daran arbeiten, diesen Druck bei allen Treibern zu reduzieren, um Biodiversität nachhaltig zu schützen. Die Aktionswoche Achtung Artenvielfalt der FEDER-Initiative unterstütze ich dabei sehr gerne, da sie dazu beiträgt, auf die Ursachen der globalen Biodiversitätskrise aufmerksam zu machen, sodass gemeinsam Lösungen zu deren Bewältigung entwickelt werden können.